Hallo, ich bin der Kedos und heute mache ich weiter mit meinem DBMLPWEÜIGDG und das ist mein Minecraft-Let's Play und das ist aus einem Grund das Beste, ja, weil es ist so gut, dass ich davor schon mal ein Minecraft-Let's Play hatte, ja, und da hat die erste Folge 40.000 Aufrufe und da hatte ich irgendwie, keine Ahnung, 7.000 Abonnenten oder so und jetzt habe ich 40.000 Abonnenten und die erste Folge hat, naja, nicht mal 10.000 Aufrufe, so geil bin ich, ja, was für ein Phänomen, ne? Kein Scheiß, aber ich reise euch rein. Gut, ich habe total den Sprachfehler. Das ist auch schon die dritte Episode, die ich bei dieser Scheißhitze in Folge aufnehme. Aber man muss ja mal wieder irgendwas auf dem Kasten haben. Man weiß ja nicht, wann man das nächste Mal vor dieses Mikrofon treten wird, um zu den epischsten Menschen der Welt hinaus zu sprechen. Und damit meine ich nicht euch, ihr verkackten Kackbratzen. Nee, Spaß beiseite. Damit meine ich natürlich euch. Wen soll ich denn auch sonst damit meinen, ne? Den Hein vielleicht, den Hein blöd. Ja, also ich meine damit natürlich euch und so weiter und so fort. Aber das, was ich am Anfang gesagt habe, stimmt ja wirklich, ne? Ich habe ja ein anderes Minecraft-Let's Play noch online mit irgendwie 3 Staffeln oder sowas. Ich hatte sogar davor auch schon mal eins, das war auch erfolgreicher, ja? Das andere ist auch erfolgreicher. Cool, damals war auch Minecraft neu, aber warum, was soll denn die Scheiße hier, ja? Was soll das? Brauche ich etwa ein Dubstep-Intro? Soll ich mir ein Dubstep-Intro machen? Ich habe ja eigentlich ein Dubstep-Intro, ich benutze das nur nie. Sollte jetzt mal nicht irgendwelche Leute anprangern mit Dubstep-Intros, obwohl ich selbst so eine Fotz-Schniedel bin. Ich habe das falsche Holz. Habe ich das falsche Holz mitgenommen? Ich brauche doch das helle Holz. Ach, ist das das weiße? Da hätte ich mal vielleicht mich besser informieren sollen. Jedenfalls, ich brauche auch was zu essen, denn das ist alles scheiße hier gerade eben. Das heißt, ich brauche mal mehr Samen. Habe ich eigentlich einen Skin? Ja, ja, einen Skin. Schön, ich habe einen Skin. Ja, das bemerke ich erst in der 14. oder 15. Episode. Keine Ahnung, wo wir sind und so. Übrigens so, das falls für all die Leute, die irgendwie auf Facecam warten und sich den Scheiß nur reinziehen, weil sie denken, irgendwo könnte eine Facecam kommen. Die wird wahrscheinlich eher so Richtung Winter kommen oder Herbst, ne? Weil ich jetzt ehrlich gesagt bei der Hitze vor die Kamera ist immer scheiße. Und das ist mit Montags in der Zone und dem Facecam Friday schon sehr anstrengend, das immer auf die Kette zu bekommen. Und deswegen, nö, wird das noch ein bisschen dauern hier bei meine Kraft. Ich peile mal Folge, keine Ahnung, 50 an oder so, ne? Da kannst du mal wieder einschalten. Finde sowieso Leute nur doof, die Kanäle nur schauen wegen Facecam oder irgendwie sowas, ne? Ein wahrer Let's Player, der kann richtig gut kommentieren ohne Facecam und ohne irgendwie seine Fresse in die Kamera zu halten und sich dabei so geil zu fühlen, als hätte er gerade eben einen Oscar gewonnen. Dann sehen wir das mal ein, keiner von uns YouTubern gewinnt mal einen Oscar, ja? Also deswegen würde ich mal schön die Fresse halten, wenn ich so einen kleinen Pimmel hätte wie du. Was erzähle ich denn hier eigentlich gerade die ganze Zeit? Ich glaube, es suggerieren mir immer so viele Menschen, es doch bitte mal beim VBT zu probieren. Ich habe da so eine negative Diss-Stimmung in meinem Hintern hocken. Die muss, glaube ich, echt mal irgendwo raus. Denn ich beleidige euch ja seit 3 Folgen nur noch. Oh, und ihr findet's geil, ne? Das ist auch ein ganz schönes Hobby, sich beleidigen zu lassen an sich. Wie macht man eigentlich so eine Enchanted Table? Ihr habt mir irgendeine Mod geschrieben, wo das alles immer drin steht, aber ich habe mir den nicht runtergeladen. Wie man, glaube ich, sieht. Ja, jedenfalls, das soll ich vielleicht mal irgendwann anfangen mit dem Enchanten, weil ich habe ja 15 Level und so. Also ich weiß, wie das geht, aber ich weiß das Ding nicht. Ich glaube, irgendwas mit Büchern und so ein Kram. Das werde ich dann schon irgendwann machen, aber halt nicht jetzt. Klang logisch, oder? Was mache ich? Ich mache das hier gerade voll umständlich. Ich hätte einfach da die Erde da. Hä? Ich mache das voll falsch. Bin ich ein bisschen grenzdebil gerade eben? Ich vermute schon. Boah, das ist voll schlecht jetzt. So, lass mich hier mal. Ich komme sonst nicht durch, ja? Das ist ein bisschen scheiße. Du bist ein bisschen scheiße und deine Familie auch. Also, damit meine ich jetzt natürlich die Erde, nicht schon wieder irgendeinen Zuschauer oder so. Nachher nennt man mich hier noch den Assi-Let's Player in den geheimen Fachkreisen. Damit würde ich ja gar nicht klarkommen mit solcher bösen Kritik. Könnt mich alle mal an meinem behaarten Arsch lecken, wenn ihr andauernd so gemein zu mir seid. Meine Mami hat damals gesagt, Jungchen, wenn du mit Let's Plays anfängst und Minecraft machst, dann wirst du so berühmt wie dieser Klonk. Und jetzt schau dir die Scheiße mal an, ey. Ich mache immer weiter und trotzdem bin ich nicht so berühmt wie dieser Klonk. Ja, okay, jetzt lassen wir mal die gespielte Melodramatik irgendwo im Poppes. Boah, ey, was sehr, sehr witzig ist, das soll ich vielleicht mal erzählen. Das weiß niemand, der nicht selbst mal irgendwie über längere Zeit Videos gemacht hat oder vor allem Let's Plays. Man kommt da in so einen Redefluss rein, ja, irgendwann mal. Vor allem halt bei längeren Sessions irgendwie so ab über 10 Minuten, das ist bei mir schon länger, ich weiß, ganz schön traurig. Kommt man in so einen Redefluss rein.
Und dieser Redefluss, der führt dazu, dass man zwischendrin ab und zu so einen Realization-Moment oder einen Realitäts-Moment hat, ne? Nenn ich es einfach mal so. So ein komischer Moment, wo man merkt, dass die Samen aussehen wie zwei Augen, was ziemlich gruselig ist, und so ein anderer Moment, wo man dann gerade aufnimmt und man labert irgendwas und dann wird einem plötzlich so bewusst, dass man ja gerade eben die ganze Zeit am Reden und am Plappern ist und irgendwelche komischen Sachen in Mikro reinbrüllt. Das ist immer so, wow, ich habe gar nicht gemerkt, dass ich das hier mache, weil dann kommt man schon in so eine Art Rage, in so eine Art Trance. Das ist was ganz, ganz Besonderes, dieses Aufnehmen, von dem sie heutzutage alle reden. Ja, ich mache mir mal ein Brot. Denn Brot tut Not. Und dann gehe ich Heier machen, und nachdem ich Heier gemacht habe, besorge ich endlich mal das richtige Holz. Für uns. Ja, für uns alle. Auch für dich, Tim und Tom und Ruben. Und Alejandro. Ich lieg so gut in meinem Bettchen. Ja, so gut lag ich noch nie. Ich lieg so gut in meinem Bettchen. Ja, so gut lag ich noch nie. Ich lag so gut in meinem Bettchen. Nein, die Stimme gerade eben war nicht irgendwie mit einem komischen Effekt nachgemacht. Das ist jahrelange Übung von einem traurigen Kind, das nie Freunde hatte und sich deswegen einen imaginären Herbert ausdenken musste. Ja, das war es bestimmt nicht. Du, halt die Fresse, Herbert. Gut, jetzt mache ich hier mal das Holz so ein bisschen platt, ne? Muss ja auch mal sein. Irgendwo geht ja nicht anders. Und dann habe ich hoffentlich irgendwann mal genügend zu phrasen, um hier meine HP mal wieder ganz hoch zu kriechen. Zu kriechen vor allem. Hoch zu. Ach, egal. Boah, man merkt den Schweiß nach einer Zeit gar nicht mehr. Also würde ich jetzt hier mit Facecam aufnehmen, ihr würdet mir ins Gesicht kotzen, weil ich wirklich aussehe wie so ein, wie so ein reiner Kalmund mit 300 Kilo mehr in der Sauna. So in etwa sehe ich gerade eben auf. Die mit dem roten Stuhl. Ja, komm, leck mich am Arsch. Nee, war das nicht der von flüge.de? Irgendwie so, wenn dann habe ich ja gar keine Zeit mehr zum Essen. Habe ich ja gar keine Zeit mehr zum Essen. Das ist so ein, meine Fresse, ey. Hab ich doch gar keine Zeit mehr zum Essen. Oh mein Gott, ich habe keine Zeit mehr zum Essen. Also ich weiß jetzt nicht, ob der wegen der Krankheit so korpulent ist oder so, oder wegen der Krankheit. Dann hat man natürlich nichts rumzumeckern. Es gibt Menschen, die das auch so haben oder sowas. Aber ist das doch nicht so rausbrüllen, dass er so viel essen muss hier, ne? Muss doch Kindern gesunde und Obst- und gemüsereiche Ernährung beibringen. So habe ich mich schließlich auch immer ernährt. Ich habe nie Süßigkeiten gegessen. Auch heute, nie und nimmer, habe heute noch nie und nimmer Jellybeans gegessen. Ich liebe Jellybeans zu nehmen, einmal. Ja. Muss mich die ganze Zeit zurückhalten, dass ich, wenn ich die Packstation oder sowas erwähne, ja, wo ihr mir Post zusenden könnt, das mache ich aber montags in der Zone, dass ich da nicht sag, ich brauche einfach so, ja, dass ich da nicht sag, dass ich meinen Sack nicht raushole, muss ich mich immer voll zurückhalten. Aber dass ich da nicht plötzlich mal so nebenbei, Jellybeans, und jetzt habe ich es hier versehentlich gesagt. Man will ja nichts fordern, aber Jellybeans sind ganz schön geil, ja. Wo ich noch nie diese Bertie Botts Bohnen Edition hatte von Harry Potter, wo es dann auch wirklich so Ohrenschmalz und so Scheiße gibt. Ich glaube, das ist super eklig. Ist das jetzt das richtige Holz? Ja, guck mal einer an, was für ein Profi. Es wird langsam. Ich weiß, es wird wirklich langsam im wahrsten Sinne des beschissenen Wortes. Aber langsam ist immer noch besser als nichts. Und bisher bin ich mir natürlich auch bewusst, dass ich über eine Kohlemine gebaut habe, aber ich bin mir natürlich auch bewusst, dass wir bisher noch nicht so viel Action in diesem Let's Play hatten. Ich weiß aber nicht, vermisst ihr die Action? Wollt ihr, dass ich mal ein bisschen mehr Höhlenexkursion? Da bietet sich ja gleich was an. Was? Ja, ne, da haben wir ja gleich den, da machen wir mal einen Kellergang rein gleich, würde ich mal sagen. Jedenfalls, vermisst ihr das? Ich vermisse das persönlich jetzt vom Aufnehmen der Zeit nämlich nicht. Ich finde das eigentlich ganz cool, dass wir hier so ein Let's Play haben, dem man so in Ruhe zuhören kann. Man kann sich zurücklehnen, kann sich die Scheiße anschauen, die er da zusammenspielt. Finde ich eigentlich ganz angenehm. Also schreibt mir vielleicht einfach mal in die Kommentare, ob ihr zwingend mehr Action braucht. Oder ob das für euch auch cool geht, wenn wir hier weiterhin so ein bisschen einen auf alles ist easy machen. Weil ich finde alles ist easy ganz cool. Ja, hier soll jetzt wie gesagt so ein Dings reinkommen, so ein Gang, da mache ich direkt mal eine Tür vor, dass mir da nicht alle zwei Minuten irgendwelche komischen Monster an die Kehle wollen. Da haben wir jetzt quasi so eine Mine im Haus, das bietet sich ganz gut an, weil da kann man dann alles ausbauen und drum und dran. Das hat sich sogar wieder toll gereimt, machen wir das scheiß verrottete Fleisch da weg, das aussieht wie ein Gehirn, das ist ja super witzig. Der braucht auch schon verrottetes Fleisch. So, Moment. Das war richtig dumm, die Idee.
Mach die Tür da wieder weg, du dummes Kind! Oder ich mach dich kaputt und deine ganzen Plänis, die du mir jemals in dein ganzes Leben gemacht hast. Ja, ich glaube, viel weiter werden wir in dieser Folge gar nicht kommen, außer den Boden hier so ein bisschen klein zu machen. Haben wir eigentlich Gold? Dann könnte ich mir mal ein bisschen Goldspitzhacken machen, ne? Wäre man auch gar nicht so schlecht. Wir haben Gold, wir haben aber auch absolut keine Ordnung. Pack das hier mal weg. Da fliegt schon wieder irgendwas rum. Ich könnte so kotzen, diese ganze Scheißviecher, ey. Muss ich mal verpissen, ne? Soll mal schön im Wald bleiben. Das müssen wir doch mal irgendwann lernen. Ich meine, es gibt doch nicht erst seit gestern Menschen. Da muss ich doch irgendwann mal rumgesprochen haben in der Fliegen-Community. So von wegen so bzz, 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 bzz. Was übersetzt denn etwa heißt? So von wegen, ey, Alter, guck mal, wenn du da in die Stadt reinfliegst, wirst du 99% aller Fälle von irgendjemandem erschlagen, erstochen oder elektrisiert. Elektrisiert in 80% aller Fälle von diesem kranken Spasten, der da wohnt und die ganze Zeit dumm rumlacht. Übrigens, guck mal, was ich machen kann. Mein Bett schwebt! Es schwebt! Kann ich mich dann auch reinlegen? Sieht so aus. Komm, wir machen ein schwebendes Bett. Nee, mach mal nicht. Ist ja bescheuert. Ein schwebendes Bett ist ja bescheuert. Aber ich mach das hier mal, so. Ich stelle das mal hier hin, einfach, damit wir hier so ein bisschen freie Arbeitsfläche haben, ja? So ein bisschen Platz für den gestellten Mann. Hier, guck mal, Screenshot von der Arbeitsfläche. Wow, wow, ihr habt das Thumbnail. Wow, 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 ist das unauffällig gewesen. So krass, aber auch so krass. Fast so krass wie Sokrates. Ich sollte mit meinen Witzen mich irgendwo begraben gehen und nie wieder rauskommen. Oder mich begraben und dann in den Berg graben oder was? Das ist ja nicht mal mehr ein Witz, das ist ja schon keine Ahnung was. Was machen wir hier? Ich glaube, das Loch, das stopfen wir. Ich hätte jetzt Bock auf ein kühles Bier, aber kein richtiges, denn ich mag eigentlich eher Radler und Cola-Weizen. Boah, was für eine Pussy, ey, Kedos, wenn ich die abonniere, ich verpiste für den Hund, glaube ich, bin der Tute, Alter, ey, meine Fresse, ja? Nur Mädchen und Babys trinken Radler oder Cola-Weizen. Meine Fresse, wie kann man so unglaublich dumm sein und nie andauernd richtiges Bier trinken, ey? Du bist so behindert, wirklich, du bist, ja, jetzt halt mal das Maul, meine Fresse, es schmeckt mir halt einfach nicht so gut. Nee, kein Scheiß, also, ja, hab kein Problem mehr mit einem Pilz oder einem Hefe oder irgendwie sowas. Aber wenn ich die Wahl hätte, nehme ich lieber einen Radler oder einen Cola-Weizen, weil das schmeckt mir besser. Ich bin einfach noch nicht so, oder aktuell schmeckt mir dieses Bittere noch nicht so gut. Vielleicht wird's mir auch nicht schmecken, ja? Muss ja nicht jeder die gleiche Scheiße trinken. Ich meine, wenn jetzt irgendjemand mal angefangen hätte, so von wegen so, ach ja, genau. Wenn irgendwann mal angefangen hätte, mit einer Eisenspitzhacke einen Holzbock abzubauen, machen das ja auch nicht plötzlich alle. Mein eigentliches Beispiel war aber, wenn irgendjemand angefangen hätte, wie dumm bin ich denn gerade? So, mein eigentliches Beispiel war aber, dass wenn irgendjemand irgendwann mal angefangen hätte, während er Durchfall hat, das Zeug zu pürieren und daraus Schokopudding zu machen und sagt, wow, das schmeckt so unglaublich gut und heilt Krebs und AIDS in einem, ja, dann machen das ja auch nicht plötzlich alle. Obwohl es ja auch so irgendwie Eigenurin-Therapien gibt, die das Immunsystem stärken, aber über was für eine eklige Scheiße reden wir denn eigentlich gerade hier? Möchte ich mal so nebenbei fragen. Wer hat mich denn schon wieder auf dieses Kack-Thema gebracht? Sabrina, warst du das? Nein? Vanessa? Hä? Hä? Ich sehe da so ein Funkeln in deinen Augen, Christopher. Nein? Hm? Adrian? Du vielleicht? Ich frag nur, ich frag... Yannick, lass das. Nochmal so ein Thema und... Ach, natürlich, der war es wieder hier, der Olle hier mit seinen Drecksthemen. Mit seinen widerlichen Themen. Muss echt aufpassen, dass das hier nie irgendjemand schaut, der mich kennt, weil ich kenne natürlich auch Leute, die zum Beispiel Yannick heißen oder Christopher oder sonst was, ne? Den Christopher können wir tatsächlich auch mal sehen. In Montags in der Zone ist mein englischer Freund. Aber damit sind natürlich nie die gemeint, sondern nur die fiktiven Zuschauer, die ich ansprechen möchte, hier vor den Bildschirmen. Ja, das sieht doch ganz gut aus jetzt hier so, ne? Also ist ja zumindest mal mehr als vorher. Im Ansatz. Oder so. Jetzt kommt der natürlich dann auch so hin. Und jo hin. Und jo hin. Und jo hin. Und jo hin. Ist das jetzt mittig oder ist das nicht mittig? 3, 6, 3, 5.
Ja, da hast du Scheiße gebaut hier, ne? Wollte ich mal nur nebenbei anmerken. Aber Scheiße bauen tue ich eh erst in der nächsten Aufnahme wieder. Mir hat's tierisch gefallen. Es würde mich freuen, wenn du dieser Episode sowie den letzten und den folgenden einen Daumen nach oben gibst, wenn sie dir wirklich gut gefallen hat. Das Projekt deinen Freunden weiterempfehlst. Erzähl allen anderen Menschen von dem besten Minecraft-Let's Play, wo es überhaupt ein ganz Ding gibt. Schließlich ist es das Beste. Und naja, für deine Freunde und alle anderen Menschen, die du kennst, nur das Beste, ne? Ciao, tschüss, dö und reingehauen.